Hallo Leute und herzlich willkommen zu, ja, es ist Battlefield 4 Beta, meine Freunde. Endlich komme ich jetzt auch mal dazu aufzunehmen, weil ich hatte am Anfang schwerwiegende Probleme, kann man sagen. Meine Maus hat nicht funktioniert. Lol, warum spawnen die da im Wasser? Lol, warum sind die alle tot? Egal. Ist ja noch die Beta. Ja, jedenfalls, ich begrüße euch dazu und... Ja, erstmal schön den Tech-Helikopter hier alles einnehmen. Wir spielen Conquest auf Sieger auf Shanghai. Die einzige Map, die man in der Beta spielen kann bis jetzt. Ich hoffe, da kommt noch was. Gerade kam noch ein... Alter, ein Update raus. Und die Performance hat sich geändert. Ja, in der Tat. Ich wollte schon aufnehmen. Ich war schon dabei. Aber ich hatte so dermaßige Frame-Einbrüche, dass man echt in diesem Video nichts sehen könnte. Oder geschweige denn irgendwas erkennen, was es hier in diesem Spiel geht. Deshalb habe ich gesagt, ja, warte ich noch, bis es besser wird. Und jetzt ist es tatsächlich besser geworden. Und ja, jetzt wird erstmal hier ein bisschen weggerapt, wenn wir irgendwelche Gegner sehen. Aber wir sehen keine. Ziemlich schade. Da ist ein Attack, ein Transport-Heli, Digga. Jo, ah, da oben. Lol, den habe ich nicht gesehen, scheiße. Ja, wir kriegen hier für jeden Scheiß wieder Punkte, finde ich auch richtig nice. Man kriegt pervers viele Punkte, wenn man eine Flagge erobert. Und ja, finde ich richtig nice. Ja, das war ein bisschen tiefer, Junge. Und weg mit dir. Batz, 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 batz. Yeah, for sure. Der war geil. Okay, dann hinten ist noch der Attack-Helikopter. Den holen wir uns auch nochmal geschwind. Finde ich auch, naja, was ich nicht so geil finde, ist, ich muss leider auf Low spielen. Sehr erbärmlich, ja. Für einen Let's Player, nicht so geil. Aber ich bin jetzt vor der schwierigen Entscheidung, hole ich mir jetzt eine Grafikkarte, eine andere oder vielleicht übertakte ich die, ich weiß es noch nicht. Ich lasse mich mal so ein bisschen, ich gucke noch ein bisschen, was so die Zeit sagt. Und das Geld natürlich. Yo, for sure. Okay. Aber noch sind wir hier. Der Turm fällt auch immer, das ist richtig geil, aber die Animation müssen die noch ein bisschen überarbeiten, weil es sieht ein bisschen behindert aus, wenn man genau hinguckt. Yo, was kann man noch erzählen? Ja, mit Waffle, Matorza und Hadouken haben wir natürlich auch schon gezockt. Auch richtig nice. Mit Fahrstühlen die ganze alle getrollt und richtig nice. Wie bei BF4 nur anders einfach. Weißt du? Okay. Und Sprachchat, ja, Sprachchat gibt's auch. Finde ich nicht so geil, aber ich glaube es gibt nur in der Beta. Einen Sprachchat. Hallo. Boah, ey. Hier unten, ne? Die labern alle jetzt, tut mir leid, aber ich konnte den ausstellen, aber ich wollte nicht. Ich hätte gedacht, die labern nicht, aber wir sind gerade auf dem Franzosen-Server. Ich weiß nicht, ob es da anders ist, aber scheint so. Yo, was gibt's noch? Wir sind jetzt eigentlich nur in diesem Heli, ne? Das ist ein bisschen langweilig, aber solange wir noch oben sind, ist alles gut. Wir sind tot. Ja. Was gibt's noch? Ja, die ersten Sachen, die ich freigeschaltet habe, war ein tiefer in den Tech-Helikopter. Ich habe mich gleich reingehockt, weil es einfach wie bei BF4, dieselbe Steuerung, alles dasselbe ist, dasselbe Flugverhalten, alles mögliche dasselbe. Und yo. Ach ja, zu meinem Problem mit der Maus. Mein Problem mit der Maus war, also ich habe in ein paar Foren gelesen, dass es wirklich das ist, also dass viele das Problem hatten. Und ich bin dann einfach noch mit doch einem Kumpel drauf gekommen, dass der Controller angeschlossen war und BF3 meines Erfahrens hatte Probleme mit der Controller-Einstellung. Also ich hatte meinen Controller eingesteckt, weil ich mal irgendwas machen wollte, ausprobieren. Und der hat den nicht erkannt, war wie blub, konnte nur irgendwie ganz komische Einstellungen annehmen und einfach hat gar nichts funktioniert mit dem Controller. Und da habe ich gedacht, die Beta ist dann eigentlich, naja, wusste ich nicht, dass die so gut ist, dass sie besser ist wie BF4, also mit den Controller-Einstellungen. Und der hat einfach meinen Controller erkannt, aber nicht meine Maus. Dann musste ich einfach die Maus den Controller abstöpseln und schon ging das. Und es hat auch seine Zeit gedauert. Also einen Tag. Den ersten Tag konnte ich gar nicht zocken. Ich habe mich so gefreut. Bin von der Schule rausgeruscht. Schweißgebadet nach Hause gekommen. Erstmal PC an. Ja, der PC lief eigentlich schon. ja, aber nix da. Läuft nicht. Fand ich nicht so geil. Jo, aber jetzt läuft's. Ja, ich weiß nicht, worauf der schießt. Die Map fände ich eigentlich richtig geil zum Heli fliegen. Und man kann sich hier so richtig nice... hinter den... Alter, ich triff den nicht.
hinter den Hochhäusern versteckt, damit wir nicht mehr gespottet werden. Oder von Wärmelenkern, Wärmesuchern. Yo. Mann. Ah, da ist noch einer. Da ist einer. Er stirbt aber nicht. Hm. Da wir müssen jetzt langsam... Ach, ich springe einfach raus. Fallschirm raus. Und rein in das Gebäude. Ich hoffe, das explodiert nicht gleich. Wir suchen uns jetzt einen gediegenen Aufzug da hoch. Gehen wir mal rein. Da können wir rein. Okay, wir hocken uns hier rein. Drücken E. Und ab geht die Post nach oben. Was sie vielleicht auch ändern könnten, ist, dass sich die alle Symbole ein bisschen nach unten bewegen, weil wir uns ja nach oben bewegen, nicht wahr? Das können sie vielleicht ein bisschen überarbeiten. Wir sind jetzt oben auf dem Dach. Oben bei C auf dem Haupttower quasi auf der Map. Aber jetzt auch nicht besonders. Naja, lol! What the fuck? Ja, guten Tag, mein Freund. Danke, lol. Oh, der wollte mich messen. Warte. Yo, for sure, B4-Style. Yo, genau. Das war jetzt aber ein bisschen knapp, ne? Ich habe jetzt ein 1:0, aber... Die Scores werden nicht so berauschend sein jetzt bei der Beta, weil ihr wisst schon. Ah, okay, genau. Wir haben so die Leute getrollt. Hier kommt gleich einer, 100p. Und den bolzen wir uns einfach aus dem Aufzug raus, wenn er hochkommt. Da ist er. Ob ich ihn nicht treffe. Bitch! Nicht nachladen! Oh, nee. Nicht geil. Revive mich? Kannst du mich reviven? Junge? Junge, kannst du mich reviven? Nein? Schade. Okay, dann kann man nichts. Oh, der ist in geheimer Mission. Sich auch richtig geil. Das ist der Spawn-Menü, kann man sagen. Hier kann man die ganzen Klassen aussuchen. Wir nehmen jetzt mal den Ingenieur. Die Waffe finde ich ganz geil. Die Squads bestehen jetzt aus 5 Membern. Finde ich auch cool. Und man sieht halt hier in der Minicam quasi, was der Hein jetzt gerade macht. Ohne Waffe und ohne nichts. Sieht cool aus, wenn er schießt. Ja, finde ich ganz cool überlegt, das Spawn-Menü. Aber Conquest können wir leider noch nicht spielen. Finde ich ein bisschen schade, aber vielleicht sind sie noch nicht so weit oder wollten es jetzt noch für den öffentlichen, also den kompletten Release freihalten quasi. Als kleines noch Special. Obwohl schon bekannt ist. Na egal. Ja, wir jumpen jetzt mal da runter. Aber was ich noch geändert habe, was ich vielleicht manchmal richtig geil finde, manchmal nicht. Der Recon hat jetzt C4 dabei, also der Scharfschütze. Vorher im B3 war es der Versorger. Das war ganz cool, da konntest du dir einfach dein Versorgerkästchen da hinlegen. Und du hattest unendlich viele C4-Packerl. Geht jetzt leider nicht mehr. Weg mit dir. Aber was ganz geiles ist, du kannst... Ich bin vorher geschwommen, muss ich auch noch schwimmen hier in der Runde. Ja, wir haben noch ein bisschen. Geschwommen und erstmal C4 an ein paar Boote rein und dann so eine Art Kettenreaktion gemacht. Auch richtig nice. Das kann man hier so kleine Spielereien machen. Jo. Genau. Ich muss mir jetzt nur kurz... Da schwimmt er. Oh, der ist ja auch verdammt schnell unterwegs. Oha. Oha, oha. Ja, nicht so geil. Lol. Ja, natürlich. Das merkt man auch nicht. Dass der Fahrstuhl jetzt runtergekommen ist. Ja, die Tipps sind noch da. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit dem Update was zu tun hat. Aber ich hatte die Tipps alle schon. Also nicht denken, ja, ich spiele zum ersten Mal und Nein, ist wirklich nicht so. Ja, da kommt jetzt einer einen Aufstuhl hoch. Ein Fahrstuhl, meine ich. Jetzt kommt er. Alle weg, alle weg, alle weg. Wo ist er? Lol, da ist nur eine Versorgerbox. Naja, okay. Gut, kann man nichts machen. Hier ist auch ein paar. Boah, lol. Jetzt seht ihr mal, wie viele Punkte wir bekommen. Richtig viel in den Arsch reingeblasen. Oh, wie die verzieht. Wie die verzieht. Ist nicht so geil. Naja, okay, gut. Oh ja. Aim fail. Aim Gott einfach nur. Weg mit dir. Dankeschön. Und ja, ja geil, Alter. Warum schießt du nicht auf den? Was bist denn du für ein Teammate, ey? Ganz ehrlich. Naja, okay, gut. Ja, dann können wir noch ein bisschen mit dem Abrams hier rumdaddeln.
Ja, okay, dann nicht. Okay, dann nicht. Ja, ist gut. Ja, dann müssen wir jetzt doch laufen. Müssen wir mich mitnehmen? Ah, nee, du bist oberhalb. Okay. Ja. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Ah, wir müssen uns hier ein bisschen vielleicht hier halten, weil wenn der ganze Turm hier umfällt. Damit wir es richtig im Blick haben, laufen wir mal diese Promenade entlang. Ja, spotten kann man immer noch wie im BF3. Ganz cool. Oh, du bist ein Gott, ey. Und ich auch mit meinem Aim. Ja, wann kommt er denn? Ah, der versteckt sich jetzt. Sag mal, was ist das? Warten Sie. Muss mich konzentrieren. Warten Sie, warten Sie. Hä? Wo ist der? Naja, ist ja egal. Ist ja nur einer, ne? Einer von vielen, die da warten, von uns abgeknallt zu werden. Toll. Okay. Ja, nee, ist gut. Was wir noch machen können, wir können an der Brücke diese Pfeiler, sind das Pfeiler, diese Fahrzeugstopper aktivieren. Finde ich auch ganz cool, um vielleicht eigene Teammates zu trollen. Mir auf die Eier. Zum Beispiel, wir drücken jetzt. Hä, wo ist denn das? Da ist es. Hier und geht's hoch. Alles klar. Dann, wir müssen noch schwimmen. Boah, nee, nicht beschossen werden. Wir können schnell schwimmen, wir können langsam schwimmen, aber wir müssen jetzt im Moment schnell schwimmen. Und am besten, wir tauchen runter mit X und Y auf der Standardbelegung. Und mit Leertaste hochspringen können wir wieder raus hier. Kann er hier hochspringen? Nein, kann er nicht. Schade. Aber hier kannst du hoch. Wie, du kannst hier nicht hoch? Ja, was bist du für ein Lappen? Doch, kann er. Nein! Ja, Junge! Alter, was sind denn das für inkompetente Teammates? Er läuft dem einen halben Kilometer hinterher. Er läuft einen halben Kilometer hinterher. Punkt. Mehr gibt's da nicht von mir zu hören. So, erst mit dem Transportheli irgendwo hinfliegen. Der hat Miniguns drauf und noch irgendwas. Nee. So normale Besatzung. Ja. Geil. Wo sind hier Gegner? Da ist ein Gegner. Lohnt sich für den einen? Natürlich. Es lohnt sich, einen milliardenteuren Transport-Heli zu opfern, um einen Gegner auszuknipsen, den wir vielleicht noch nicht mal erwischen werden. Doch, wir werden ihn erwischen. Yeah, lecker Boss. Auf jeden, Alter. Ja, wie wir oben sehen können, Open Beta und so. Land mal hier. Es sind noch 287 Tickets und der Turm ist noch nicht gefallen. Vielleicht müssen wir selber noch ein bisschen nachhelfen. Ich weiß es nicht. Das können wir auch benutzen. Das ist diese Lenkrakete. Ja, das ist diese Lenkrakete wie im BF3. Wie kommen wir wieder raus? So. Jo. Wir können am besten hier immer unter der Brücke lang gehen, wenn ein Fahrzeug über dich drüber rollt. Ist nicht so geil. Habe ich schon ausprobiert. Gibt's Besseres. Gibt's auf jeden Fall Besseres. Jo. Jo. Was war das? Ja, geil. Ein Tank, ne? Geil, Jungs. Geil, Jungs. Yo, was gibt's hier noch zu sagen? Ja, erstmal eine Runde. Wehe, du drückst. Du, Huren! So. Ne, wehe, du drückst. Oh, danke. Okay. Gut, wir können uns auch so um die Ecken lehnen. Hallo? Hallo? Um die Ecken lehnen, finde ich auch ganz nice. Kann ich das mal jetzt hier so, ne? Vielleicht wird es noch ein bisschen hier gefixt oder so, damit es besser aussieht. Die pimmeln immer da oben. Das geht mir so auf den Sack. Nice! Einfach mal random hochwerfen. Wirkt immer Wunder. So, man explodiert jetzt der Tower. Das weiß keiner so genau. Man muss unten diese Stützpfeiler, ich glaube, halt mit C4. Weiß es nicht. Mit C4? Nee. Reicht's mit C4? Ich weiß es gar nicht. Muss ehrlich zugeben. Diese Stützpfeiler wegbumsen und dann fällt der ganze Turm auseinander.
Und ja, dann heißt es ganz schnell von diesem Turm zu verschwinden. Ah, die sind schon bei uns rum. Weg mit dir. Ja, was ist das? Ein Kompensator, okay. Mündungsfeuer-Minderer wahrscheinlich. Lol. Da bist du minderwertiges Stück Scheiße. Huhu. Und aus Shell aus der Affäre ziehen. Und trotzdem capturen, finde ich richtig nice. Obwohl man eigentlich schon in der Fahrt nach unten ist, aber trotzdem captured. Und die Punkte bekommen natürlich. Aber dann auf einmal nicht mehr. Und wieder hoch mit uns. Hoch, 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 hoch. Viele legen dann einfach auch vor den Eingang C4. Finde ich ein bisschen bobbyhaft. Aber es gibt in jedem Spiel Bobbys, wirklich, ehrlich wahr. Wer labert denn hier? Ach, du laberst. Ja, der hat sich jetzt geschickt um die Ecke gelehnt. Mann, was ein Bobo, Alter. Ein Zoom können wir... Ja, geil, wir können auch einen Zoom nutzen, wie geil. Das wusste ich gar nicht. Ist ja auch mal richtig geil. Auf jeden Fall können wir den Fahrstuhl benutzen, um auf diese Dächer hier hochzukommen. Auf den, ne? Den, den. Also schaut so aus. Auf den natürlich. Hier kann man oben rein, aber auch unterhalb. Und natürlich hier und da auch. Da auch. Und hier. Ja, finde ich ganz cool, dass man auch zoomen kann. Wusste ich wirklich nicht. Aber da, ne? Na, warum nicht? Nein, warum können wir nicht? Ja, dann müssen wir ein bisschen Jetski fahren. Hier so ein bisschen rum. Finde ich nicht so cool, dass die Kamera ein bisschen dauert, bis sie hinterher schwenkt. Aber, naja, ein paar Erinnerungen halt. So, gut, dann müssen wir ein paar Punkte einnehmen. Am besten hier jetzt A. Ah, das wird erobert. Das, bevor wir da bei A sind, dann wird das schon längst uns gehören. So. Dann erstmal hier hochjumpen und zu D rüber. Rushen. Es gibt im Moment den Spielmodus Conquest, was wir hier gerade spielen. Es gibt auch Conquest Large, Domination und noch eins. Fällt mir aber jetzt gerade irgendwas mit O. Habe ich jetzt leider vergessen. Worum ging's da? Weiß ich auch nicht mehr. Naja, habe ich nicht gespielt. Aber was hier auch nice ist, ist, man kann das hier hoch. Also diese... Lol, weg mit dir. Damit der jetzt zum Beispiel nicht auf mich schießen kann, fahren jetzt die Gitter runter, aber ein bisschen langsam, aber... Aber okay. Ja, gut. Ich glaube, jetzt wird es mal Zeit hier, die Stützpfeiler wegzunatzen. Hoffe, wir schaffen es bis dahin. Hoffe ich wirklich. Aber in manchen Runden, da spiele ich, dann fällt in den... Alles, das... Ja, jetzt fällt er. Wie geil, ja, wir sind im Heli, richtig nice. Oh, scheiße. Vielleicht nicht so geil, wenn wir so nah hingehen. Auf jeden Fall fällt er jetzt. Ja, jetzt wisst ihr vielleicht, was ich gemeint habe mit ein bisschen Animation. Verbessern. Ja, erstmal raus hier. Ja gut, jetzt bin ich als Recon reingekommen. Brauche ich aber gar nicht. Ja, ist gut. Was wir aber als Recon dabei haben, ist ein mobiles Sof... Heißt es Sofla? Ja, ich glaube schon. Zum Markieren von Sachen. Ist ganz cool. Ja, wer es halt braucht, ne? Und C4 natürlich. Darf man nicht vergessen. Also spotten ist auch nice. Das war dezent daneben gesetzt, die Kugel. Am besten, wir gehen einfach mit der Secondary rein. Ganz easy going. Und natürlich C einnehmen, wie immer. Da landet wer im Wasser, ist nicht so geil. Für ihn. Er kann natürlich alle Sachen, die er mit einer Hand machen kann, C4 setzen und mit der Sekundär schießen. Kann natürlich alles unter Wasser machen. Ja, wer es braucht halt, ne? Ja, geil. Ja, das wäre jetzt wieder eingestiegen, oder? Na, super. Ja, geil. Und wir sterben gleich. Nicht so geil. Ja.
der nicht auf mich gehört. Da ist ein Tank, okay. Vor Tanks habe ich ein bisschen Angst, so als Infanterist. Ist hoffentlich verständlich. Ja, das ist eigentlich eine souveräne Runde. Was wir hier noch haben ist... Ich weiß nicht, aber wo der ist. Diese Pistole hier auf der Minimap, seht ihr die vielleicht? Ah, und einer hat gesagt, hier ist ein... Noch der Knopf, wo man sich hoch... Also der Knopf vom Aufzug, wo man sich hoch teleportieren kann. Ich weiß nicht warum, aber den gibt's... irgendwo hier. Nee, nicht hier. Irgendwo da unten. Müsst ihr mal gucken, wenn es euch interessiert. Irgendwie hier so... Gibt es irgendwo einen Knopf auf dem Boden? Ist es der? Nee. Irgendwo hier. Und natürlich sind die Medic-Boxen, also das sind jetzt halt Versorgungsboxen, die sind mobil. Also das heißt, irgendwer legt es irgendwo, also Erste-Hilfe-Box quasi irgendwo hin. Ja, wenn du vielleicht 1000 Schüsse in deinem Magen hast, dann brauchst du mehr wie Erste-Hilfe, aber... Wenn du, dann kann der Sturmsoldat, der Medic, die einfach hinwerfen. Und wenn du die brauchst, nimmst du sie auf und läufst mit denen rum. Kannst sie, bist also quasi instant... Lol, wieso habe ich den jetzt nicht gesetzt? Kannst sie in deinem Lauf, kannst du dich wiederbeleben, also nicht wiederbeleben, schmarrn. Heilen und Munition aufsammeln. Musst nicht wie bei BF3 so eine fette Box irgendwo hinwerfen und dann so lange stehen, bis du wieder volles Leben hast. Gewonnen. Nein, musst du nicht. Du kannst das während dem Laufen alles erledigen. Ja, und das war's auch schon mal für die erste Runde. 800 Tickets gab's. 22 Minuten dauerte die Runde. Wird mal eine Folge. Ja, ich habe echt nicht viel gespielt. Wie habe ich? 5 Stunden. Das ist wirklich ganz wenig. Erst Level 3. Wir haben auch viel Scheiße gebaut. Ja, persönlich die Weapon und da alles nochmal durchlaufen lassen. Was ich vielleicht nicht so cool fand, ist Ribbon 2. Bei BF3, da war es halt alles so, für den Scheiß hast du ein Ribbon bekommen, für den, und hier stand dann 15 Ribbons, ne? Weil, ist eigentlich, das jedes Ribbon aufzählen, ist eigentlich besser, als hier deine Stats anzuschauen. Jetzt ein 8-7 positiv, aber trotzdem nicht so geil. Aber wie ich schon gesagt habe, die Stats sind eigentlich egal. Ich wollte eigentlich ein bisschen was vom Spiel zeigen, die ersten Runden, und jetzt kommt dann auch noch Domination. Und dann können wir mal auf Kills gehen oder irgendwas hier extreme Sachen machen. Yo! Und dann würde ich sagen, das war's schon mal für die erste Folge Battlefield 4 Beta. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Haut da rein. Ciao!